Ich glaube, viele Leute kommen irgendwie von Navy Field. War damals bei PZK ja auch schon so, glaube ich. PZK und OM. Also bei beiden gab es auf jeden Fall viele Leute, die das früher gerne gespielt haben. Ich habe übrigens Experte auf der Hindenburg geskillt, ja, weil das drei Punkte sind, bei denen ich mir nicht ganz so sicher bin, ob andere Fertigkeiten mehr Sinn ergeben, als tatsächlich ein bisschen mehr HP zu haben. Ich habe das mal durchgerechnet. Wenn du die Brandwahrscheinlichkeit-Skills, die reduzierte, nicht Brandwahrscheinlichkeit, sondern die Branddauer, dann musst du mindestens fünfmal am Stück durchbrennen in diesem Gefecht, dass dieser Skill mehr bringt als die HP. Und alles andere, mehr Flak oder sowas, ist jetzt nicht so das, was ich bräuchte auf meiner Hindenburg. Ist nicht so, dass ich irgendwie Angst vor Flugzeugträgern hätte oder Probleme mit denen hätte, dass ich da meine Flak pushen müsste noch mehr. Und das, was halt universell am einsetzbarsten ist, sind tatsächlich die HP in dem Fall. Für mich persönlich. Manche skillen ja auch in Torpedoerfassung. Dafür habe ich meinen Hydro halt eigentlich. Das ist so viel, was schon wieder hier kommt. Ich drehe ab. Das ist viel zu viel. Außerdem haben sie eine Benham und wir haben nicht einen DD hier. Wir sind natürlich wieder komplett auf der falschen Seite gespawnt mit unserem Battleship. Super. Ich kassiere jetzt erstmal richtig. Oh, warte mal, die Benham können wir aber nochmal schön verlangen. Ja gut, für zwei Treffer. Au. Wir müssen aus der Distanz rausbleiben von den Benham Torps, dann können wir hier vielleicht sogar ein bisschen kämpfen. Kiten. Im Kiten sind wir sowieso stärker mit dem GK. Hat das noch gereicht für die Genauigkeit? Ich glaube, ne? Ja, die Streuung sieht gut aus. Weiter mal Glück. Oh, ein bisschen Schaden war dabei. Okay, Leute. Warte mal, was? Hat der echt die Reichweite gerade noch? In seiner Benham? Oh, knapp war das. Shit. Oh, da ging aber noch mal was rein. Schön. Jawollo, Cleveland. Schön. Super genascht. Da war der Berg im Weg. Ha! Wir haben eine Zitadelle. Nein, wir haben die Zitadelle gerade nicht auf die Yamato gemacht, obwohl wir auf die Cleveland gegangen sind. Guck mal, wo sie steht, wo ich hingezielt habe und wo die Yamato gerade lang gefahren ist. What the heck? Wie ist das denn passiert? Einfach so random. Never ever. Sinkadet, moin. Und hallo Benno. Wie bekommt man die Codes? Oder wie? Schreibst du sie hier rein in den Chat? Video hackt schon wieder. Codes wird es normalerweise immer geben, wenn ich ein Giveaway raushaue. Also wenn ich ein dediziertes Giveaway mache dafür. Das heißt, ich werde euch das wissen lassen. Twitch Drops kriegst du einfach so durchs Zuschauen. Das wäre ja die andere Art von Gewinn, was man hier noch bekommen könnte, theoretisch.
Aber normalerweise mache ich einmal im Stream ein Giveaway. Da gibt es dann ganz kurz 3 Minuten, 4 Minuten Pause. Und da tragen sich dann alle aktiv ein im Chat. Das werde ich aber auch ankündigen. Ja, jetzt wird es aber langsam ein bisschen brenzlig hier mit den HP. So viel kann ich dann aber auch nicht einstecken. Dass wir das noch ewig überleben, die Aktion hier. Obacht. North Carolina. Mach's gut, Hoffi. Danke fürs Vorbeischauen. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Haust du rein. Ich habe die großen Geschütze drauf. Hi, du Quain. Moin. Übertreib bitte nicht Ermordung. Drei Overpens auf die Atago. Takao, tut mir leid. So viele Battleships, die da jetzt rumfahren, wir werden auf jeden Fall wegfahren müssen hier erstmal. Ich versuche die mal ein bisschen rauszuziehen. Vier Schlachtschiffe einfach hier am Kartenrand, Leute. Und unsere Gruppe drüben auf der 9er Linie, die kann einfach schön weiterfahren und durchpushen und die macht das zum Glück auch. Gut. Sehr gut. Und jetzt fangen wir an, mal mit HE zu spammen und Brände zu legen auf den Thunderer. Um möglich auch einfach Schaden zu machen. Voll Einbrand. Nein, jetzt zeigt er Breitseite. Irgendwann kann ich wieder eindrehen tatsächlich und angreifen. Thunderer geht gleich raus. Ja, was? Können wir das machen? Direkt eindrehen wieder. Ja, schwierig, schwierig, die Entscheidung, ob wir das jetzt machen sollen oder nicht, weil eigentlich... Was können wir machen, wenn der Feind wirklich seine Breitseite weiterhin zeigt? Und uns ignoriert. Die Stalingrad braucht halt Hilfe. Jo, wir greifen an. Wir haben unseren Heal auch wieder ready gerade. Den nutzen wir sofort. Jetzt haben wir die alle schön in der Breitseite. Aha! Jawohl! Ja, ich sehe das so gerne. Eine Yamato, die da breit steht, und eine North Carolina. Uff, nur eine zieht er, schade. Die Bandam wird jetzt gefährlich werden für uns. Okay, Yamato fängt an einzudrehen. Guck mal, die Bismarck, die können wir auch mit unserer Secondary gleich bekämpfen. Komm, eine Zita wäre jetzt nice. Hallo. Tor. Hab doch nicht so ein Glück, Yamato. Das glaube ich jetzt nicht. Du verarschst mich gerade, Spiel, oder? Du verarschst mich gerade. Bullshit, ey. So ein Bullshit. Wie oft muss ich ihm jetzt in die Seite schießen, dass irgendwann mal eine Zitadelle bei rumkommt? Ganz ehrlich.
Aber jetzt muss ich leider ein bisschen Breitseite zeigen. Ich muss auf die Torps eindrehen. Secondary sollte eigentlich der Kaufmann rausnehmen. Stop. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Ach Mensch. Schade. Das war's dann wohl. Aber hey. Ich glaube, wir haben die ganz gut abgelenkt hier mit unserem Kurfürsten. Auch wenn ich es gerade extrem lächerlich fand, dass die Yamato einfach gerade aus Breitseite weiterfährt und nichts kassiert. Oh, kaputt. Eieieiei. Patsche, patsche, Pinguine. Eieieiei. Oh, kaputt. Aber hey, Schrotflinte. Läuft, würde ich mal sagen. Und war gut. Noob Shield activated. Hallo. Yep, keine Ahnung. Kann natürlich auch sein, dass ich nicht richtig gezielt habe, aber das halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Weil die Yamato so einen riesen Bereich in der Mitte hat. Mit einer Zitadelle, die so weit aus dem Wasser rausragt und es muss einfach nur irgendwo dort einschlagen in der Seite und du machst deinen Schaden. Und das drei Salben lang, glaube ich, hintereinander kam nichts. Keiner mehr. Schade. Hallo. Dankeschön, Pandora. 175 und Dohulko und als Natur für eure Follows. Herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Servus. Hallo. Das war... Ich würde sagen, wir waren ein extrem ekelhafter Stachel. In der Seite. Nice.